Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate Enhanced Edition. Ich habe jetzt hier nochmal zweimal gerastet, damit meine Zauber wieder voll aufgefüllt sind. Ihr seht es hier unten. Ihr seht es auch an Chihira. Sie hat auch wieder ihre zwei Heilspells. Immerhin hat einen Level-Up, weil wir wurden von Kobolden angegriffen und die haben wirklich gemeint, sie könnten mir was tun. Deswegen ist Imoen jetzt auf Stufe 3. Sie hat einen Fertigkeitspunkt und 25 Fähigkeitspunkte. Kurzbogen. Langbogen kannst du gar nicht. Armbrüste könnte sie, aber das bin ich nicht. Warum kann sie keinen zweiten Punkt investieren? Das wäre jetzt gut zu wissen, warum ich das dann nicht investieren kann. Spezialisiert 2 Punkte, Katja hält mit der Spieler, bla 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 bla. Ja, gut, vielleicht ist das Level gekappt, das kann sein. Fallen finden auf jeden Fall erstmal ein paar Pünktchen, genauso wie Schlösser öffnen. Schlösser öffnen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ich muss den Punkt vergeben, damit ich weitermachen kann. Das ist natürlich blöd, ne? Ja, das ist natürlich blöd. Quitschweg geht auch nicht. Langschwert würde noch gehen. Aber weißt du was, dann nimm du vielleicht die Katana, da habe ich nämlich ein paar rumliegen. Gut. Ne, mehr Klassik mache ich nicht. Mehr Klassik ist blöd. Gut, sie hat ein Level Up. Sie hat jetzt auch 32 HP. Wunderbar. Ich würde mal sagen, wir gucken jetzt hier noch einmal rum, was hier ist. Das scheint irgendwie ein großes... Ja. Einfach ein großer Stein zu sein mit einem Loch da vorne. Und Fackeln außenrum. Und da ist auch schon wieder ein Ghoul. Liebe Magierin, geh doch mal zurück. Immer gut, wenn man die mit Nahkämpfer blockiert. Hast du irgendwas dabei? Ja, einen Flammentanzring. Ist das irgendwas Magisches? Nee. Nur ein ganz normaler Ring. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Hier hinten ist überhaupt nichts. Gut. Dann heißt es Bosskampf. Unser erster richtiger Bosskampf. Ich habe hier noch ziemlich happig in Erinnerung. Da war ich aber nur Stufe 2, zwischen 1 und 2. Von dem her werden wir mal gucken, wie das läuft. Ah, ich höre Kobolde. Jetzt sehe ich tote Kobolde. Aha, da ist Xan. Hört sich zwar als ganz lustig an, ist aber Magier. Und ihr wisst ja, wie Magier teilweise drauf sind. So, ich kann während des Kampfes nicht speichern. Was? Wie seid ihr hier reingekommen? Mullahey. Ihr seid sicherlich von Tasok geschickt worden, um meine nichtswürdigen Kobolde unterließen es wohl, euch aufzuhalten. Wusst ich's doch, dass man denen nicht trauen kann. Wer Waffen trägt wie ihr, kommt sicherlich, um mich zu töten, bei Cyric. Oder Cyric, ist eine böse Gottheit. Nicht ein Gramm Eisenerz verlässt diese Mine unbeschadet und ich soll dennoch hingerichtet werden, dafür soll mein Kopf nicht rollen. Niemand hat uns geschickt, aber euer Kopf ist dennoch in Gefahr. Gesteht euren Verrat und wir werden vielleicht Gnade vor Recht ergehen lassen. Ihr seid nicht von Tasok geschickt worden, dann müsst ihr sterben. Zu Hilfe, meine Ergebenen, Hilfe! Ja, 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 ja. Stimmt, wir kämpfen gegen ihn und nicht gegen ihn, so dann was.
Oh, seht ihr, was passiert? Wir werden angegriffen von allen Seiten. Das ist vielleicht ganz praktisch, wenn Minz dieses Mal Nahkämpfer macht. Der Kerl ist ein bisschen garstig, weil er eben so viel Viecher nicht dabei hat. Das muss ich doch mal reinzoomen, weil sonst sehe ich nichts mehr. Und Skelette sind auch noch mit dabei. Er ist aber nur leicht verletzt. Skelette ist immun gegen diese Art von Schaden. Ja, da brauchen wir einen Streikkolben, das ist das Problem. Was hat jetzt er gewirkt? Sehe ich gar nicht mehr. Minz, hilfst du mal Imoen? Na, Mist. Die werden alle festgehalten, die können sich alle nicht mehr wehren. Und da ist mein Held natürlich schon tot. Wunderbar. So viel Kleinscheiß. Und wenn du festgehalten wirst, kannst du einfach nichts mehr machen. Das ist so bescheuert. Habe ich in der Mine nicht gespeichert? Bin euch weit voraus, Chef. Natürlich schlecht. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Du hast es. Okay, da unten kommt der Boss, das weiß ich jetzt. Du hast es so gewollt! Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich den Kampf nicht da unten führe. Sondern hier, weil hier kann mir nichts in den Rücken fallen. Ja, was das würde bedeuten, wir brauchen jetzt erstmal Streikkolben für den Anfang. Ich tu mein ja, ich kümmere mich gleich drum. Eure Diener, wie ihr wünscht. Wir eins auf die Chirurgen. Was habt ihr dieses Mal für mich? Genau, ich speichere nochmal zwischen für den Dialog und lauf hier zurück. Der Kerl ist natürlich blöd, weil der kann zaubern. Was? Wie seid ihr hier reingekommen? Moment, ich zieh dich mal so lange mit, wie es geht. Was? Wie seid ihr hier reingekommen? Okay, wir sehen schon, hier kommen die ganzen Skelette. Die Fernkämpfer schießen mal auf ihn. Die Magierin soll auch mal auf ihn ballern. Shahira, du gehst auf den Kobold. Solange sie nicht da hinten starren, ist alles okay. Und Lorik hat schon wieder erwischt. Okay. Ihr habt eine Aufgabe. Was wollt ihr? Ja? So viele gottverdammte Kuhbolle, das gibt's doch nicht. Jetzt, wenn ich den Anführer sehen würde von denen. Da ist er. Wird auch toll, dass die überhaupt nicht treffen. Ja, Lorik ist schon wieder gleich tot. Na, da ist er tot. Ah, Leute. Ich habe den damals auch noch mit Glück geschafft, irgendwie. Der ist nämlich hart. Weil hier die ganze Kacke spawnt hier oben. Das Blöde ist, ich kann das nicht auslösen, ohne mit dem zu reden. Sprich, die Verstärkung kommt so oder so. Ah. Ekelhaft. Steht ganz oben auf meiner Liste. Was? Wie seid ihr? Vielleicht kann ich das irgendwie so managen, dass ihr nicht zur Lorik kommt. Dass Lorik das unten alleine macht. Aber da bekommt er schon wieder Besuch. Nee, das klappt nicht. Guck mal, was da alles rumwuselt. Was soll ich denn das bitte machen? Ja, da ist Lorik eh schon wieder tot. Das ist schon wieder gelaufen. Da spawnen so viele in dem Bereich. Ganz ein scheiß Kobold. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kann ich euch? Ich tu mein Bestes.
ist es? Das ja, was wollt ihr? Untote bannen könnte ich machen, aber das wird mir auch nicht viel. Viel bringen wahrscheinlich. Ihr braucht meine Hilfe? Hä? Was hätte ich denn noch? Schutz vor dem Bösen, Böses entdecken. Der Zauberzeug eine magische Barriere im Abstand von 30 cm oder den Empfänger. Die Barriere bewegt sich mit dem Empfänger und hat zwei wichtige Auswirkungen. Einerseits erleiden alle Angriffswürfe von bösen oder bösen verzauberten Wesen gegen den Empfänger einen Aufzug von minus 2. Und andererseits erhält der Empfänger plus 2 auf Rettungswürfe, wenn diese durch die Artikel verursacht werden. Okay, Schutz vor dem Bösen, it is. Ich denke mal, das ist ganz gut, wenn ich das auf alle Nahkämpfer zaubere. Na komm, lauf mit, bevor der Zauber aufhört zu wirken. Was? Wie seid ihr hier reingekommen? Nein, uns hat niemand geschickt, aber... Ich knall das hier mal hier rein, ja. Aha! War zwar jetzt auch mehr schlecht als recht, aber... Immerhin können sie sich auch nicht bewegen, ja. Das heißt schon mal, dass ich die Kobolde ausschalten kann. Was sind die Skelette? Da kommt er. Okay, vielleicht haben wir so eine Chance. Ah, fuck, Lorik ist schon wieder fast tot. Ah, die sind alle fast tot. Und ich habe natürlich wieder keinen zum Heilen da, ne? Ja, das... Das läuft super. Das läuft super. Der ist nur verletzt, der Kerl. Nee, können alle nichts machen. Und Lorik ist gleich tot. Ja. Supi! Supi, supi. Das ist bescheuert. Bin euch weit voraus, Chef. Weil hat immer nie was funktioniert, ne? Was? Wie seid ihr hier reingekommen? Weil wenn es halt nicht so viele Monster wären, dann wäre das alles human, ja. Was? Wie seid ihr hier reingekommen? Nein, uns hat niemand geschickt. Ja? Kann ich euch behilflich sein? Wir? Du bist ja ein komischer Kerl. Hä? Komm, haut die Skelette zusammen. Fernkämpfer auf den. Magier, du auch. Wer uns einfach alle festhalten kann, wisst ihr, das ist halt... Ich weiß echt nicht, wie ich das managen soll. Mit Fernkämpfern auf Skelette zu ziehen, bringt überhaupt nichts. Da brauche ich eben den Streikkolben, weil Schwert gegen Knochen ist halt mehr oder weniger wirkungslos. Ah, er greift die Flucht, er ist dem Tode nah, das ist super. Muss ich halt nur noch irgendwie das Skelett wegbekommen. Oder nahe unverletzt. Jahira heilt unbedingt Lorik. Okay, der Typ ist tot. Jetzt geht's halt wirklich nur noch um die Skelette, ne? Ich heile Lorik nochmal. Ah, sie ist festgehalten, okay. Kann ich euch
Okay, wir haben es geschafft. Wunderbar. Der Zauber, der uns festhält, lässt auch langsam nach. Das ist gut. Ja, man muss halt nur mal die beste Taktik finden, ne? Wie man so eine Situation meistert. Das mit den Personen festhalten war schon nicht schlecht, aber halt... Ich muss sie so festhalten, dass er nicht in den Nahkampf kommt. Oh, 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 was hat denn der schönes? Kettenhemd, Symbol, heiliges Symbol, Turmschütteln, einen Ring, Hose, Papiere, Streitkolben. Ja, der hat richtig viel Zeug dabei. Schon fast ein bisschen zu viel Zeug. Wird die Ängste der erschreckten Bevölkerung von Nashkel bestimmt mildern. Doch euch ist es immer noch nicht wohl. Der Halborg ist zwar vielleicht wirklich für die Probleme in der Mine verantwortlich, doch der Eisenmangel ist zu weit verbreitet, um allein seine Schuld zu sein. Seine Briefe bestätigen euren Verdacht, und obwohl sie kaum Hinweise auf das Versteck seiner Verbündeten enthalten, darf mit Sicherheit eine Verbindung zu den Räubern angenommen werden, die zurzeit die Küstenstraße unsicher machen. Die Briefe haben wir noch gar nicht gelesen. Ja, ich wollte eigentlich die Sachen verteilen. Gut, wenigstens hat dieses verdorbene Eisen jetzt sein Ende. Kettenhemd, ist das was für Imoen? Nein, ist es nicht. Ist das eigentlich besser als die Plattenrüstung? Rüstungsklasse 5, Rüstungsklasse 3. Nee, ist schlechter. Rüstungsklasse 4. Aber es ist besser als der Schienenpanzer anscheinend. Ne, das war 5, oder? War das 5? Ah, wer hat das Kettenhemd? Er hat das Kettenhemd. 5, ne, dann ist es schlechter. Du hast so viel gottverdammte Pfeile. Was willst du denn da damit, bitte? Schmeiß das mal weg. Sie hat haufenweise Schmuck, weil sie ist die Tussi in meiner Party. Ihr wisst ja, wer das ist, Frauen und Schmuck, ne? Kennt man, kennt man. Du hast auch magische Pfeile, gib dir mal Imoen. Du hast auch Pfeile, gib dir mal Minsk. Du hast auch Pfeile, was willst du damit? Minsk kann Pfeile gebrauchen, so. Da muss ich nachladen. Da muss ich auch nachladen. Jawohl, ja. Da hätten wir ein Turmschild mit der Rüstungsklasse. Rüstungsbonus minus 1, minus 2. Minus 1, das bekommt definitiv der Chef. Definitiv bekommt er das. Das behalten wir mal. Stiefel und einen Ring, das hilft uns auch nicht. Dieses heilige Symbol ist eine Darstellung des Gottes Sirek. Okay, dann haben wir zwei Briefe. Mein Diener Mulahay, eure Fortschritte im Aufhalten der Eisenerzlieferung lässt zu wünschen übrig. Wie dumm müsst ihr sein, wenn ihr euren Kobolden erlaubt, die Minenarbeiter zu töten? Da eure Anwesenheit nun aufgedeckt ist, solltet ihr euch vor Feinden in Acht nehmen, die den Auftrag haben, euer Tun ein Ende zu setzen. Ihr habt eine sehr einfache Aufgabe, und wenn ihr ein weiteres Mal eure Eignung dafür in Frage stellt, werdet ihr Ihr habt eine sehr einfache Aufgabe, wenn ihr ein weiteres Mal eure Eignung dafür in Frage stellt, werdet ihr eurer Aufgabe entbunden. Ich werde euch die Kobolde, die ihr angefordert habt, nicht senden, da ich alle meine Truppen dazu benötige, die Eisenlieferungen in dieser Region aufzuhalten. Gleichzeitig sende ich euch mehr von dem mineralischen Gift, um das ihr gebeten habt. Solltet ihr auf irgendwelche Probleme stoßen, so sendet eine Nachricht an meine neue Kontaktperson in Beregust. Sein Name ist Transic und er wird sich im Feldpostwirtshaus aufhalten. Tasok. Okay, Hinweise. Kontaktmann Transic ist in Beregust. Mein Diener Mulahay, das mineralische Gift und die Kobolde, die ihr angefordert habt, sind bereits auf dem Weg zu euch. Eure Aufgabe besteht darin, jegliches Eisenerz, das die Mine verlässt, zu vergiften. Ihr dürft auf keinen Fall eure Anwesenheit bei den Minenarbeitern preisgeben, sonst werdet ihr von Soldaten der dortigen amnischen Garnison belagert. Meine Vorgesetzten haben vor kurzem die Söldner der schwarzen Krallen
und der kalten Hand angeheuert. Mit der Unterstützung dieser Soldaten sollte es mir möglich sein, Eisenkarawanen, die aus Richtung Süden und Osten in die Region eindringen, zu überwältigen. Ich habe keine Lust, mich mit Eisen aus den Minen von Neshkel herumzuärgern. Also erledigt eure Aufgabe erfolgreich. Tasok. Okay. 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 Wunderbar. Hat doch alles gut geklappt. Liebe Leute, wie es weitergeht. In der nächsten Folge von Baldur's Gate Enhanced Edition. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ich sage natürlich wie immer, stay tuned and so long.